And the Oscar goes to Cillian Murphy. Christopher Nolan Oppenheimer. Christopher Nolans Oppenheimer ist der ganz große Abräumer der 96. Oscarverleihung. 7 der 12 Nominierungen konnte der Film über den Erfinder der Atombombe in Statuen verwandeln. Darunter beste Regie, bester Hauptdarsteller und bester Film. Wow. I think any of us who make movies know that you kind of dream of this moment. Oh wow, ich denke, alle, die Filme machen, träumen von diesem Moment. Ich weiß, ihr tut es. Ich habe so lange von diesem Moment geträumt und es schien mir unwahrscheinlich, dass es jemals passieren wird. Jetzt stehe ich da und alles ist aus meinem Kopf weg. Der Grund, warum der Film der er ist, ist Christopher Nolan. Er ist einzigartig, brillant und ich bin so dankbar für dich. Der große Konkurrent Barbie wurde lediglich für den besten Song ausgezeichnet. Hier holt sich Billie Eilish mit nur 21 Jahren bereits den zweiten Oscar ihres Lebens. Der Auftritt des Abends geht jedoch an Ryan Gosling für seine Performance von I'm Just Ken. Beste Hauptdarstellerin wird Emma Stone und als Nebendarsteller kann Robert Downey Jr. den ersten Oscar seiner Karriere in Empfang nehmen.